Bringt es was oder nicht? Klingt ganz so, als ob sie alle das Gleiche sagen, hä? Aber im Glockenturm war... Eine andere Hexe! Wenn sich dieses Beweisen doch nur ein einziges Mal als einfach erweisen würde. Wenn die andere Hexe einen Unsichtbarkeitszauber benutzt hat, erklärt das, warum sie niemand sehen konnte. Ja, das ist ja auch der Sinn und Zweck. Und wenn man sich unsichtbar macht, wenn man sich unsichtbar macht, Maya. Aber das Wissen allein nützt mir leider gar nichts. Ich brauche mehr Informationen. Ich bin mir sicher, dass zu dieser Zeit noch eine weitere Person, die andere Hexe im Turm war. Und ich finde einen Weg, das zu beweisen. Richtig so. Wir sollten im Auge behalten, ob sich irgendwelche Zeugen verdächtig verhalten. Also müssen wir noch weiter angreifen. Vermutlich. Den hatten wir noch gar nicht. Auch wenn ich, also wir haben ihn übersprungen eigentlich. Ja. Kurz vor Sonnenaufgang waren doch viele Leute am Stadtplatz, oder? Alle Bürger waren dort. Ihr kennt ja den Inhalt dieser tragischen Geschichte, die sich uns allen offenbarte. Das tragische Finale der Geschichte Labyrinthia ist genug Stoff für einen Blockbuster. Ja, von 4 Stunden und mehr. 400 Stunden und mehr. Ja, das sowieso. 200 Parts und mehr, was eigentlich eher so 50 Stunden und mehr wären. Ist auch eine Menge. Ja. Es geschah vor wenigen Stunden und mehr. Es war ein Anblick, den wir niemals vergessen werden. Was war das nochmal für ein Anblick? Das Gegähne mit dem Lachen, das war schön. Der Schöpfer erblickte die große Hexe als erster. Schau, ja, das ist nicht Robe an. Ja, aber nicht die weiße. Die mit Mehl bedeckte, die so aussieht wie die... Ja, aber, na die... Ja, das Mehl kam ja später erst. Hm. Und schau, der feurige Schwanz. Hm? Ja, stimmt. Und die feurige, dieses Halsband. Halstuch. Ja. Oh, es sieht echt cool aus, das Bild. Ja, ne? Ja. Na, aber wir müssen mal weitermachen. Ja. Halt die Fresse und spiel endlich das Spiel weiter, Mann! Sie erschien auf der obersten Etage des Glockenturms. Sie beschwor eine Flamme direkt über ihrem Finger. Und er auch. Der Schöpfer richtete seinen Blick auf diese Flamme. Doch es war schon zu spät. Na, ja, der ist nicht mal ausgewichen. Er hätte es ja vielleicht machen können, wenn er sowieso Bescheid wusste. Die große Hexe sprach die Formel. Inferno. Sereno. Sereno. Ferrero. Also, sie liefen zum Turm. Kam die Wache als erstes am Tatort an? Selbstverständlich. Ich hatte Angst, dass die große Hexe uns entkommen könnte. Also habe ich sie nicht aus den Augen gelassen, bis ich den Turm erreicht habe. Ihr habt sie also kein einziges Mal aus den Augen verloren? Das hatten wir auch schon, ne? Nein, sogar als ich ausrutschte und hinfiel, bla bla. Ach so. Ah, stimmt. Den hatten wir ja doch dann. Hätten wir den davor machen müssen, wenn dann hatten wir den? Warte, den? Ja. Ach so, da bin ich wohl zu weit gesprungen. Ihr seid hingefallen, bla bla bla, rennen. Gefährlich. Okay, also erstmal 2 zurück. Einen zurück. Achso, ja. Deswegen 2. Angreifen. Und mit dieser Frau meint ihr. Ah ja, okay, das hatten wir auch. Mhm. Bla 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 bla. Schnell weg. Inflammatio. Ja, aber wenn er die ganze Zeit Inflammatio gehört hat, vielleicht war's. Vielleicht sollten wir ihm mehr Aufmerksamkeit schenken. So, da waren wir noch nicht. Ja. 2 Gruppen, okay. Könnt ihr mir sagen, was mit den Gruppen. Oh. Das waren ich und Lonzelat. Der Rest setzte der Hexe nach, oder Lonzelat? Ja, ich denke, ja, es war so. Oh. Was ist mit mir? Ich war doch mit euch da. Ich
Ich habe doch mit Ulf den Eingang bewacht. Oh, stimmt ja. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, es war eine ziemliche Schau. Eine ziemliche Schau? Wenn ihr mehr wissen wollt, fragt doch einfach das Balk. Ich bin mir recht sicher, dass auch ich dort war. Ich habe den Eingang bewacht. Ach, wo immer ich gewesen sein mag, die harschen Steppenwinde wehen auch ohne das wache Auge des Betrachters. Diese Gestalten sind nicht unbedingt Experten in Sachen Teamwork. Hatten wir den schon? Nee. Ich war einer der Verfolger, okay. Ja! Ja! Wart es? Ihr habt die Hexe gefangen genommen? Sie war recht benebelt. Ich war auch recht benebelt. Dann schien ich bewusstlos zu werden. Als ich zu mir kam, habe ich sie wohl gefangen genommen. Mit anderen Worten, ihr seid schneller den Turm hoch als alle anderen? Ja, das stimmt. Glaub mir, der Typ ist der schnellste unter uns. Er läuft so schnell wie das Licht. Gebt lieber auf und bekämpft uns nicht. Nummer 5 ist sehr leicht. Ich bin schon ein bisschen neidisch auf seinen Körperbau. Nummer 5 lebt noch. Noch, gerade so. Da fällt mir nichts mehr ein. Außer uns war niemand am Schauplatz. Ja, dann los. Angreifen. Seid ihr sicher, dass niemand sonst dort war? Absolut. Es waren nur 2 Menschen auf der obersten Etage. Aha, absolutely. Hä, dafür hatten wir einen Sound? Ja, klar. Hä, dafür hatten wir einen Sound? Hä, dafür hatten wir auch einen Sound? Hä, dafür haben wir keinen Sound? Weiter. Jo. Hä? Dafür hatten wir keinen Sound? Eine Sekunde mal. Meint ihr wirklich... Zwei? Oh Gott. Ja, 2. Und ein lieblicher Engel Dominika. Ich habe erst leiblich gelesen und dann hatte ich Angst. Was? Mein leiblicher Engel. Ja, das habe ich mitbekommen. Ich habe nur gelesen, was er gesagt hat. Ach so. Ich bin verliebt. All meine Aufmerksamkeit gilt und wird auch auf Dominika gelten. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Was für eine erbärmliche Ausrede. Viele andere Wachen waren ebenfalls am Tatort. Ja. Und meine Axt! Ja, wahrscheinlich. Hä, dafür haben wir keinen Sound? Für die Axt. Ey, wir hätten die Axt nochmal fürs Finale als Sound haben müssen. Und zwar Verdammt. Das Original aus dem Film. Kannst du ein Video von dem Film rausholen? Nein, wir müssen mal weiterkommen. Ich glaube, wir schaffen das nicht mehr rechtzeitig. Ich glaube auch nicht. Das nimmt überhaupt kein Ende. Ja. Ja, wahrscheinlich. Aber dies bedeutet mir nichts. Dominika ist mein Ein und Alles, mein Universum. Dies ist meine romantische Interpretation der Ereignisse. Ich wünschte, ihr würdet darüber aussagen, was ihr wirklich gesehen habt. Sie. Ja, ja. Machen wir mal. Wie könnt ihr euch so sicher sein, dass es keinen Platz gab, an dem sich jemand hätte verstecken können? Die ganze Stadt schaute damals zum Turm.
hätte die Hexe versucht, mit einer Leiter oder einer Trittleiter oder so herunterzuklettern, wäre sie gesehen worden. Hm. Ja, das ist richtig, Günther. Das leuchtet ein. Aber wir reden hier von Arcana. Sie könnte sich unsichtbar machen und vom Glockenturm herabschweben. Es wäre wohl ein Kinderspiel für Arcana, die ausschließlich alle Zauber benutzen kann. Hm, stimmt. Die große Hexe Arcana hätte mit Leichtigkeit entkommen können. Und Sophie, sie wurde am Tatort gefangen genommen. Siehst du, Nick? Ich war gerade damit beschäftigt, um meine Axt bei YouTube zu suchen, finde aber nicht. Egal, okay. Weiter. Siehst du, Nick? Noch ein Beweis, dass Sophie unmöglich Arcana sein kann. Aber kaum ein Überzeugender. Wenn man damit jenen überzeugen könnte, würden wir jetzt nicht diesen Prozess führen. Aber etwas in Dominikas Aussage... Lässt sie mich nicht zur Ruhe kommen. Gab es wirklich kein Versteck? Können die Beweise in der Gerichtsakte das belegen? Ah, ich glaube, das war ein Hinweis. Gucken wir mal. Es gab ein Versteck. Weißt du wo? Im Glockenturm ganz oben? Richtig, bei der Glocke. Jo, präsentieren und diesmal nicht absichern, weil wir es können? Oder doch absichern? Ich finde, wir haben Münzen, wir können immer absichern, aber ich... Ehrlich gesagt, man muss das Risiko nicht eingehen, aber es wäre ja auch langweilig, wenn wir es nicht tun würden, oder? Dann präsentieren wir mal. Okay, also sozusagen den Plan, den Übersichtsplan. Übersichtsplan! Ja, weil hier hätte ja was... Und dann müssen wir wahrscheinlich zeigen, wo... Ja. Und dann kommen wir endlich mal zu dem ganzen Thema, wie man dorthin kommt. Ja. Soll ich wirklich? Oder lieber nochmal angreifen? Nee, angreifen glaube ich nicht. Ich mache einen Tipp und gucke, ob ich wirklich präsentieren muss. Ich mach's. Ha! Ich wusste es. Aber, ja. Ich glaube, das ist halt... Es wäre doof, wenn wir jetzt so durch Risikofreudigkeit, selbst wenn wir uns so sicher fühlen, das reinreißen. Ja. Ja. Ich meine, wir nehmen ja keine Hinweismünzen, ohne vorher wenigstens richtig drüber nachgedacht zu haben. Eben. Nächstes Mal können wir das machen. Beim nächsten, wo wir eine Hinweismünze brauchen. Nehmen, ohne drüber nachzudenken? Genau. Das wäre doch... Nein. Nein. Ja. Ja. Alle Augen der Stadt waren, Musik ist aus, das ist schon mal gut, waren auf den Glockenturm gerichtet und der Eingang war versperrt. Hexen können sich unsichtbar machen, aber wirklich zu verschwinden liegt auch jenseits ihrer Macht. Deshalb ist es keineswegs übertrieben zu sagen, dass die Flucht vom Glockenturm quasi unmöglich war. Und doch gab es einen Ort, an dem sich jemand nach dem Vorfall versteckt haben könnte. Das ist die Skizze des Glockenturms, nicht wahr? Nein, das ist ein Übersichtsplan. Und meine Axt. irgendwas hat sie da gesagt. Warum zeigt ihr uns nicht einmal, ihr wo genau die Hexe ist? Ihr vorgeblicher Spitzenverteidiger, ja, hat sie gesagt. Ach so, ja. Ja, er hat ja Spitzen an seinen Haaren. Und der gibt's vor. Ja. Spitz zu sein. Okay, wo hat sie sich denn versteckt haben können? Tipp. Nein. Hier. Diesmal nicht. Hier. Sie hat sich hier versteckt, ist doch klar. Ganz oben auf dem Glockenturm. Das geht gar nicht. Es klingt nach einem plausiblen Ort, wenn man sich verstecken will. In der Tat, das leuchtet ein. Ja, da haben schon mal Kinder Verstecken gespielt. Der Gewinner war nie wieder gesehen. Wäre da nicht das Problemchen, dass dieser Teil des Turms nicht zugänglich ist? Die Treppe geht nicht bis zur Spitze des Glockenturms. Muss sie auch nicht. Großinquisitorin Gloria, wir reden hier von einer Hexe.
Eine Hexe kann viele Dinge tun, die für uns unmöglich sind, und zwar mit Hilfe von Magie. Kochen zum Beispiel. Mit Magie. Magie macht das Kochen Spaß. Gesundheit. Ach, danke. Ich mag 12 im Keller. Kombiniert man diese zwei Aussagen, klingt es falsch. Oder richtig. Okay. Außerdem, man schreibt Hinweis mit S und nicht mit SZ. Aber schön, dass das große SZ Verwendung fand. Ja.